bei mir im Studio ist jetzt der Franco Galotto. Herzlich willkommen. Hallo. Im Beitrag haben wir es gesehen. Sie sind das grosse Vorbild für die Kinder. Haben Sie als Bub auch so ein Zwergsvorbild gehabt? Ich habe mehrere Lücken, wo ich mich orientiert habe. Zum Glück, ich bin schon in jungen Jahren ja, konfrontiert worden mit Fitness. Ich war selber ehrlich gesagt nicht so gut zu ihr. Ich war sehr schlank und habe auch sehr viele Süßigkeiten gegessen, hauptsächlich. Und habe schon ein kleines Büchlein gehabt. Und, aber glücklicherweise, gerade im jungen Alter von 8, 9, habe ich Vorbilder gehabt, wie Christopher Reeve oder ein Steve Reeve. Also Leute, die zu weg sind, die Helden spielen, die Filme natürlich. Und bin so auf Fitness gekommen. Sind die Kindheitserfahrungen auch ein wichtiger Teil gewesen, dass Sie das Projekt Fitness for Kids ins Leben gerufen haben? Also Fitness for Kids ist ja ins Leben gerufen worden, weil es nötig ist. Es ist nicht nur sinnvoll, es ist nötig. Warum ist es nötig? Weil Kinder nicht mehr zweig sind. Kinder sind die Zukunft von unserer Zivilisation, darf man so sagen. Also ich will hier nicht dramatisch klingen, aber es ist so. Und das Ganze kommt von Amerika. Ich war in Amerika viel, habe dann auch ich wohne eigentlich auch jetzt noch 50% in Amerika. Dort haben wir Fitness for Kids gegründet. Und auch dort ist es, die sind uns voraus, auch im Negativen. Aber im Moment haben wir aufgeholt in Europa. Was für Erfahrungen haben Sie mit Fitness for Kids in der Schweiz gemacht bis jetzt? Bis jetzt sehr gute. Wir haben es auch am Anfang getestet. Dort sind die Erfahrungen und das Feedback schon gut gewesen. Also sowohl von den Lehrern, Eltern, Presse. Es ist auch ein wichtiges Thema. Es wird immer darüber berichtet, aber es wird nichts richtig gemacht. Und ja, wir haben das Programm getestet, haben es im 2006 gestartet, zusammen mit der Nationalen Swissversicherung und mit dem Coop. Ohne die könnten wir es auch nicht machen und sind es jetzt am Ausbauen. Überall locken Junkfood und Fertigprodukte und Süßigkeiten. Schlechtes Vorbild für die Kinder. Schaffen die Kinder nach ihrer Erfahrung bei Fitness for Kids das durchzuhalten, was sie gelernt haben? Bis jetzt haben wir sehr gute Resultate erzielt. Also mal Junkfood gehört zum Leben dazu. Fitness for Kids hat auch keinen Zeigefinger oder verbietet das nicht. Aber Balance ist wichtig, dass man das in Balance isst. Und das tun wir beibringen. Wir tun Bewegung beibringen, Ernährung, Einstellung, also auch Respekt gegenüber dem eigenen Körper. Gesundheit ist nicht selbstverständlich. Und Resultate zeigen sich schon. Die Ergebnisse sind so, dass wir ja immer zweimal gehen in die Schule und beim zweiten Mal geht, ist es ein Testbesuch. Und da kommen wir Tagebücher, die Kinder geführt haben, zurück über. Und dort zeigt sich, dass Kind in dieser Zeit mehr gesund essen, sich mehr bewegen, mehr Wasser trinken. Und der Fitness-Check, den wir eigens entwickelt haben, dort haben wir auch schon Resultate drin, dass sie sich schon minim die meisten verbessern. Schlechte Essgewohnheiten werden oft schon daheim mitgegeben. Die Eltern sind schlechte Vorbilder. Wie sind denn die Reaktionen der Eltern auf Fitness for Kids? Die Eltern, es heisst nicht so eine Fitness for Eltern, aber die Eltern sind mit einbezogen. Die Eltern haben auch einen Teil im Booklet. Wir haben ja ein Booklet, mehrere Tools, die man den Kindern mitgibt. Und die Eltern ist relativ, also etwas Positives, was wir immer hören, ist, wenn ich, schade hat das bei mir niemand gemacht. Das sind ja teilweise, wie wir auch sehen, wir haben Zielgruppe 6- bis 12-Jährige. Das heisst, das sind relativ junge Eltern. Und gerade dort hat das Problem langsam angefangen, wo die auch schon Kinder sind. Und die Eltern profitieren auch davon. Und vor allem sehen die Eltern, wie wichtig das ist. Und das ist auch das Ziel, sensibilisieren. Weil die erste Verantwortung ist mal oder das erste Ziel ist, dass man es weiss. Dass man sich bewusst ist, erstens, da ist ein Problem und zweitens, was kann man machen? Und das, also das Feedback, viele Eltern sagen, wenn jemand bei mir das gesagt hätte, dann hätte ich es viel einfacher gehabt oder wäre heute nicht übergewichtig oder hätte nicht so müssen, damit darunter leiden teilweise. Ja. Das ist also zwar fast ein rhetorisches Feedback, aber auch in Zukunft ein positives Feedback. Ja. Franco Galotto, vielen Dank für Ihren Besuch. Ich bedanke mich.